Hallo, ich bin die Hanni und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch die Glossy Box vom Monat August. Ne? So sieht sie aus. 10 Jahre Glossy Box. Guckt euch doch mal dieses Design an. Ist das nicht schön? Herrlich, ne? Es glänzt, es glitzert so schön, es glänzt so schön. Ja, die kam ja leider jetzt etwas später an, ne? Und dadurch, dass sie ja jetzt eine Weile bei der Postfiliale rumlag, ich habe heute die Weinkurve an, ne? Weil wir wollen ja 10 Jahre Glossy Box feiern und ich habe hier schon Lippenstift dran geschmiert, also falls es schon jener gesehen hat, naja, ja, das ist Hanni, ne? Ja, dann muss ich nachher. Guter Tipp, ich krieg sowas immer mit Seife raus. Ja, ne? Nur mal so zur Info. Und genau, und ich finde die so schön. Hat ein bisschen länger gedauert. Irgendwie gab es Lieferschwierigkeiten mit irgendeinem Produkt. Ne? So, und bei mir hat sie jetzt ein paar Tage und bei mir haben sie irgendwie noch später losgeschickt. Also wir haben heute den, was haben wir denn heute? Den 28. Es gibt bald wieder die neue Glossy Box vom September. Und dann lag sie jetzt eine Weile bei der Postfiliale rum. Ne? Und ja, da habe ich sie jetzt erstmal heute geschafft zum Abholen. Unter der Woche bin ich nur mal arbeiten, da bin ich halt nicht zu Hause, wenn die Post klingelt. Und ja, ne? Ich dachte, dazu passt natürlich hier wieder dieser knattergeile Lippenstift, ne? Pink and Proud von Essence Make-up. Habe ich La Cura ausgetestet, die Aldi-Marke, ne? Da kommt, das Video kommt dann aber danach irgendwann. Ne? Das sind die Sachen, die ich hier so mache. Und bald Adventskalender-Unbox geht auch bald los. Und ich sehe gerade, passt, ne? Die Farbe passt fast zu meinem T-Shirt. Genau. Möchtest du noch mehr sowas von mir sehen, was ich gerade gesagt habe, ne? Schminki. Unboxings, auch Adventskalender-Unboxings, ne, aufgebraucht, dann abonniert diesen Kanal, da würde ich mich von Herzen drüber freuen, ne? Und Glöckchen anmachen und genau, das Glöckchen ist dazu da, damit du über Videos von mir informiert bist und hier oben auf der Seite siehst du, auch bei Instagram bin ich auch und da lasse ich immer sofort meine Zuschauer wissen, dass ich ein Video hochgeladen habe. Genau, und ich würde sagen, wir gucken jetzt mal rein, 10 Jahre Glossy Box, es sollte dann halt ein bisschen boomen. Ich bekomme die Glossy Box im Abo für 12,50 im Jahresabo, ich werde es auch weiter behalten. Und ich blende dir mal hier meinen Code ein, wenn ich es nicht wieder vergesse, ne? Ich vergesse das immer, meistens. Und du kannst gerne über deinen Code, wenn du noch kein Glossybox-Abonnent bist und das gerne werden möchtest, deine erste Glossybox haben für sogar weniger. Und ich bekomme Glossy Points gut geschrieben. Ne? Und auch bei Produktbewerbung bekomme ich Glossy Points gut geschrieben. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt mal rein, was so drin ist. Ne? Glossybox kennen wir, die haben Markenprodukte drin. Die haben dann immer einen bestimmten Wert. Oh, ich finde das so toll. Hier drinnen, oh, das ist schön. Ich stelle es mal hier so im Hintergrund hin, ne? Wieder eine Box, die man so schön steht. Bumswallera. Ich will nicht. So, jetzt aber. Na, so sieht's aus. Auch das Schleifchen ist schön. Lila. Rosa lila. Naja. Na, dann haben wir hier Glossy Magazin. Ne? 10. Geburtstag. Und hier sind ja noch mehr Flyer. Übrigens, Flyer, ne? Das wird gefühlt immer mehr. Ich zeige euch mal ganz kurz. Haben wir einmal hier Katie Hummels Hörbuch, keine Ahnung. Mhm. Hello Fresh, ja, da könnte ich eigentlich auch mal wieder bestellen. Hello Fresh, ja gut, ist ja nur für neue Kunden. Gutschein für Freunde. Okay, Mayfair, About über About You. Kannst du irgendwie Versicherung... Dann haben wir hier einmal Hundefutter, ne, von Tailscom. Ach ja, Müsli war doch auch, hatte ich doch auch gerade irgendwo gehabt. Das war doch noch ein Müsli-Gutschein, wo ist denn der hin? Ist ja auch egal. So, dann haben wir hier noch in der Box Flyer mit drin, zur Feier des Tages, zum 10. Geburtstag, ihr die wieder so losmacht, ne, um zu gucken, was drin ist. Es dauert wieder. Klicksix.de sichere dir jetzt 20% auf das gesamte Sortiment. Okay, von Six Schmuck. Es ja auch Adventskalender. Ob ich den auch für den Adventskalender einlösen kann? Gültig vom 1. August bis 30. September. Ich werde mir den aufheben. Vielleicht kann ich den auch auf einen Adventskalender einlösen. Muss ich mal gucken. Na, schauen wir mal. Da gibt es nochmal einen Schmuck-Adventskalender. Und was haben wir hier? Persönliche Einladung für Milieu, Empfehlung. Mhm.
einmal so ein Freunde werden jetzt noch attraktiver. Nutze deinen persönlichen Rabattcode, um Freunden das Glossybox-Abo zu empfehlen. Wir belohnen euch mit jeweils 5 € Glossy-Guthaben. Aha, genau. Okay. Persönliche Einladung. Kannst du deine Freunde persönlich einladen hier? Ja, gut. Ne? Wende deinen persönlichen Code, um Freunde zu werben. Sichere dir 5 €. Deine Freunde bekommen ebenfalls 5 € Rabatt auf beliebiges Abonnent. Scanne diesen QR-Code oder logge dich in dein Glossy. Da findest du deine persönlichen Einladungslinks bzw. Code. Ja, okay. Gut. Gut. Ihr die immer so losmacht. Ne? Es kommt immer mit so einem Klebi. Das kriege ich immer nie ohne kaputt machen auf. Und ich bin so gespannt auf ein Produkt, Produkt drauf, das freue ich mich schon richtig doll. So, ja, natürlich. So sieht's aus, ne? Schön, sehr schön. Genau, das Glossybox-Magazin gucken wir uns zum Schluss, weil da immer gespoilert wird. Und da lese ich nämlich auch die Preise vor und wir gucken, was alternativ noch drüber. Wenn euch das denn nicht mehr interessiert, dann spult einfach vor, ne? Ich würde sagen, wir gucken dann mal rein. Haben wir einmal hier eine Bürste, ne? Diese, na, wie so Art, diese Tangle Teaser. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich die behalte. Alter, ist aber auch billomäßig, plastikmäßig, ne? Und die kostet bestimmt, lass mich mal schätzen, 20 € für so ein Plastebürstchen hier, was billomäßig, naja, ich weiß nicht. Also, naja, wir schauen mal, damit soll man denn auch richtig gut nasses Haar durchkämmen, ne? Ich glaube, das werde ich immer mir denn nur fürs nasse Haar aufheben, denke ich, wenn die bei mir bleibt. Okay, einmal diese Bürste. Passt natürlich farblich, ne? Und auch zu mir so, ne? Ist, glaube ich, alles so ein bisschen farblich abgestimmt. Dann haben wir hier wieder mal, ah nee, doch nicht, ach, wieder mal ein Plumping Lip Filer. What the Fake von Essence. Hyaluronic Acid. Ne? Okay, ich denke, der wird weiter wandern, weil ich habe genug Lipgloss, Lippenstifte und auch mit Plumping-Effekt. Und auch, was ist denn das für eine Farbe? Okay. Guckt euch das doch mal an. Das soll eine Lippenstiftfarbe sein? Das soll ich mir auf die Lippen machen? Das ist ja. Okay. Gibt es bestimmt verschiedene Farben, ne? So a Plumping-Effekt. Bestätigen einen aufpolsternden Effekt. Feuchtigkeitsspendendes Gefühl. Okay. Okay, 88% So a Plumping-Effekt bestätigen einen aufpolsternden Effekt. 90% So in Instant-Effekt bestätigen einen sofortigen Effekt. 84% Hydrated Feeling bestätigen feuchtigkeitsspendendes Gefühl. Aufpolsternder Lippenfüller mit Hyaluronsäure für einen sofortigen Plumping-Effekt und sichtbar vollere, mit Feuchtigkeit versorgte Lippen verleiht einen Glanz und eine super geschmeidige Lippenoberfläche. Angereichert mit Vitamin E mit einem kühlenden, prickelnden Effekt. Okay, da bin ich gespannt, ne? Aber diese Farbe. Aber ich habe sowas schon da. Ich weiß nicht, ob der. Oh, der riecht ja sehr nach. Der riecht sehr pfefferminzig. Weiß nicht, bleibt der bei mir? Der reizt mich ja. Ne? Also, sowas habe ich ja eigentlich. Ich denke, den werde ich mal austesten. Den werde ich, glaube ich, doch. Bleibt der bei mir? Ich weiß es nicht. Ich muss mir das, ich leg dir mal lieber, ich muss mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen, ob ich den wirklich brauche. Ne? Dann haben wir einmal, oh, Elemis, Pro Collagen Marine Creme, Anti-Wrinkle Day, ja, die bleibt safe bei mir, ne? Anti-Wrinkle Day Creme. Ja, ne? Es ist nur eine kleine Tube, 15 Milliliter. Die wird ausgetestet, auf jeden Fall, ne? Genau. Anti-Wrinkles klingt immer gut. Die bleibt, Elemis ist eine richtig gute Marke, ne? Es ist bloß eine kleine Größe, aber zum Austesten finde ich das mal nicht schlecht. Da freue ich mich, die bleibt auf jeden Fall bei mir. Dann haben wir hier. Oh, schön.
aber leider nicht mein Geschmack. Ein Fußkettchen soll das, glaube ich, sein, ne? Ich reiß das jetzt mal hier auf. Ich denke, ich werde das weitergeben. Es ist nicht meins. Es ist schön, ja, keine Frage. Es ist ein Fußkettchen, ne? Ich denke mal, ne? Ich meine, der Sommer ist bald vorbei. Ich mag Fußkettchen, die nur so bisschen filigraner sind. Ich mag keine Armbänder oder Fußkettchen, wenn die jetzt hier so ein Gebimmel mit dran haben. Ist nicht mein Ding. Ich mag es einfach nicht. Ich mag mehr diese bisschen unauffälligeren, die so wirklich bloß so filigran verarbeitet sind. Und ich mag einfach das nicht mit dem. Ich finde es schön, keine Frage. Und es kannst du nur einen Sommer tragen und dann wird das halt nicht mehr schön. Also das wird dann so, naja, wie soll ich sagen, weil es halt unecht ist. Ich glaube, es ist bei dem Six-Schmuck ja, ne? Weil es ist einfach nur, Six ist einfach nur Modeschmuck. Und deswegen werde ich das weitergeben, mal in eine Verlosungskiste. Oder es geht gleich wieder los mit selbstbefüllter Adventskalender. Oder wenn jetzt Familie das sieht, meine Schwester, meine Mutti und die sagen, oh, das gefällt mir richtig gut, dann kriegen die das natürlich. Ne? Familie geht vor. Und ja, deswegen wird dieses Fußkettchen weiter wandern. Es ist schön, ich finde es wirklich schön, aber ich mag das nicht. Ne? Mit dieser, ich mag das einfach nicht. Als Halskette eventuell. Aber ja, ne? Es ist wirklich schön, aber es ist halt nicht so nach meinem Geschmack. Deswegen wird das weiter wandern. Ne? So, denn Betty Barclay, es ist natürlich alles hier ein bisschen farblich abgestimmt auf die Box. Von Betty Barclay haben wir hier wieder mal ein Parfüm. Pure Pastel Rose. Oh Mann, ich denke mal, das ist genau mein Duft. 20 Milliliter sind hier drinne. Wir gucken mal, ne, uns die. Oh, das ist aber eine. Oh Gott, ist die niedlich. Betty Barclay kennen wir alle, ne? Das kriegst du überall zu kaufen bei Rossmann und DM, ne? Und weiß ich wo. Das ist wirklich nur eine kleine Flasche, ne? Also Parfüm habe ich ohne Ende da. Ich teste mal aus, ob das so mein Geruch ist. Natürlich. Ach, schön. Ich mag ja so blumige Rosendüfte. Oh ja, der ist leichter. Ne? Wir hatten jetzt ein Parfüm drin gehabt. Wo waren das? War das jetzt in der Goodiebox? Nee, wo waren das drin? War das in der Goodiebox mit? Ich weiß das gar nicht mehr jetzt vor kurzem. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall war das ein bisschen schwerer, aber es hat mir auch sehr gut gefallen. Oh ja, doch, das riecht gut. Das bleibt bei mir. Das ist schön. Also Parfüms habe ich, brauche mir keine Parfüms kaufen. Aber mal gucken, vielleicht. Wandert das andere, was ich jetzt drin hatte in der Goodiebox, was so ein bisschen schwerer war, das in der Goodiebox? Ich weiß das nicht mehr, Leute. Ich weiß das nicht mehr. Vielleicht wird das weiter wandern, ne? Vielleicht gebe ich das doch weiter. Ich muss mir das noch überlegen. Aber der bleibt bei mir. Oh Gott, das riecht so geil. Herrlich. Riecht richtig gut. Doch, der gefällt mir richtig gut, der Duft. Guckt mal, und sogar das Rouge das sieht zum Feiern geil aus, ne? Guckt mal, das ist so. Das ist nicht schön. Das ist auch so wie Weihnachten ist Lametta, so ähnlich. Kann man sich auch, na klar, nur mal so ein Tipp, kann man sich auch an den Weihnachtsbaum machen, ne? Wie Lametta. Puh, warum nicht, ne? Ich habe keinen Weihnachtsbaum stehen, aber das könnte man rein theoretisch machen. So, wir gucken uns jetzt mal. Schön, dass die Goodiebox, die Glossybox, das alles so ein bisschen geschützter eingepackt hat, ne? Weil bei manchen empfindlichen Sachen muss das halt sein, sonst sind die Produkte komplett kaputt. Ich hatte mir die Make-up-Surprise-Box jetzt bestellt von Rossmann mit Wet n Wild. Ne, ihr kennt die Make-up-Surprise-Boxen. Da habe ich schon die ein oder andere Box, kann ich dir mal hier oben durchlaufen lassen, wenn dich das interessiert. Und ich wollte euch eigentlich die Wet n Wild-Surprise-Box zeigen. Leute, ihr glaubt nicht, wie die Box aussah. Es war alles komplett zerstört. Alles, was da drin war an Puderprodukten, Lidschatten und was alles, was so pudrig war. Die Box war richtig, schon beim Aufmachen habe ich gesehen, ist richtig saudreckig, staubig, alles kaputt gegangen. Aber Rossmann, muss ich sagen, Kundenservice top, durfte ich anstandslos zurückschicken und ich habe mein Geld wiederbekommen, weil ich es schon bezahlt hatte. Ne? Und dann dachte ich so, gut, okay, dann ich bestelle mir auch keine neue nach. Da hatte ich dann keinen Bock mehr gehabt, da war ich dann so enttäuscht. Dachte ich so, gut, jetzt geht's eh los mit Adventskalender, ne? Und dann habe ich halt das Geld zurückbekommen und dann gibt es halt für die 24 noch was. Ein Adventskalender, ne? Ich habe schon zwei hier, Leute. Ich habe schon zwei Adventskalender hier. Und ich sage euch, das Parfüm riecht mega geil.
Das riecht so toll. Oh. Dann haben wir ja einmal von Steve Laurent Celebration Edition. Oh, guck mal. Und ich glaube und ich meine, die Farben sind genau meins, ne? So Pastell-Lila. Boxen, Beauty Boxen Full Face ist safe bald am Start. Bei mir dauert es immer. Also ich mache auch immer jeden Monat so ein, oder gut, ich glaube letzten Monat habe ich es nicht gemacht, mache ich nach Bedarf, was mal so in den Boxen so mit drin war, in den Beauty Boxen oder wie auch immer, Abo Boxen, ne? Und, oh ja, oh, richtig geil. Das ist genau, das sind genau meine Farben. Guckt mal, und mit Spiegel, guckt euch das mal an. Schimmertöne, Matttöne. Jawohl. Toll, das ist genau meins. Und dann werde ich die Lidschattenpalette mit euch dann mal austesten, ne? Und dann gucken wir mal an, was die Produkte so machen. Oh, herrlich. Dann gehe ich jetzt mal hier rein, ne? In die Farbe und in die Farbe, ne? Gut, den Matton hätte ich mir sparen können. Ja, okay. Werde wieder eine Scheißstelle genommen zum Swatchen. Warte mal. Also, ich bin nicht die geborene Swatch Queen, ne? Das seht ihr. Guckt mal, das sind die Farben, die oberen drei ersten Farben. Gut, ja, das ist nicht so mein Ding, ne? Die kann es einfach nicht. So, dann gehen wir jetzt hier in die dritte, in die zweite Reihe rein. Oh, die Farbe hier. Oh ja. Oh. So sehen die aus, ne? Baby, Baby, Baby. Also die Schimmertöne sind vor allen Dingen richtig schön, ne? Die Matttöne hätte ich mir jetzt sparen können mit Swatchen, aber egal. Bei mir gibt es nichts Halbes und nichts Ganzes. Bei mir gibt es doch, bei mir gibt es nur ganze Sachen. Keine halben Sachen. Oh ja, also wie gesagt, die Matttöne hätte ich mir sparen können. Das sind die unten, ne? Also, zeig die nochmal. Die erste Reihe. Oh, toll. Richtig herrlich. Muss bloß aufpassen, dass ich mir nicht noch mehr mein T-Shirt hier versaue. Also ich finde die Box toll, ne? Ich muss euch wirklich sagen. So, dann gucken wir mal ins Heft rein. Und wenn es euch jetzt nicht mehr interessiert, wie gesagt, dann macht einfach aus, ne? Oder spult vor. Happy Birthday Glossy Box. Willkommen in unserem Geburtstagsmonat. 10 Jahre The Glossy Box. Nee, nee, nicht The Glossy Box. 10 Jahre Glossy Box. Das ist eine Dekade voller Beauty-Liebe, rührender Glossy-Momente und jeder Menge rosa gefärbter Erinnerungen. Schnapp dir deine Glossy-Box im Special-Design und mach es dir gemütlich. Denn diesmal warten nicht nur handverlesene, aufregende Beauty-Entdeckungen in deiner Box, sondern auch spannende Insight aus dem Glossy-Box-Universum. In diesem Magazin, darauf kannst du dich im August freuen. In der Box warten 4 absolute Must-Haves. Die Celebration Edition Eyeshadow-Palette von Steve Laurent zaubert dir schönstes, sommerlichstes Party-Make-up, naja, gut, der Sommer ist ja hier vorbei, ne? Hätte ein bisschen eher drin sein müssen. Ja, Inspirationen dazu findest du hier im Magazin. Mit der, was, Detangling Brush von Desata haben Haarknötchen. Ah, Haarknöten selbst nach wildesten Tanzeinlagen keine Chance. Und die hochwertige Pro Collagen Marine Creme von Elemis sorgt für perfekt gepflegte Haut. Ein absolutes Muss als Grundlage für makelloses Make-up. Das Schmuckstück von Sixt ist die extra Geburtstagsüberraschung von uns für dich. Ja, sehr schön, ne? Wie gesagt, es ist nicht mein Geschmack, der Schmuck, aber es ist trotzdem ein schöner Schmuck, ne? Pünktlich zum großen Jubiläum haben wir unser Magazin aufgehübscht und zeigen dir tolle Highlights aus den letzten 10 Glossy-Jahren. Die ein oder andere Mitarbeiterin plaudert aus dem Beauty-Kästchen über den Arbeitsalltag bei Glossybox, verrät sogar, wie man zum echten Glossy wird. Außerdem entdecke unsere schönsten Boxen, welche davon war vielleicht sogar dein Favorit? Natürlich hier die Sommerbox, ne? Also die war wirklich, also die war das die Juli oder Juni Box. Auf dich warten tolle Gewinnspiele, nehmen wir einen Geburtstags auf unser Social Media Kanälen, pack
mit uns gemeinsam die Boxer zelebriere 10 Jahre bedingungsloser Glossy-Liebe. Schön, dass du an unserer Seite bist. Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren. Wünsche dir dein Glossy-Box-Team sogar mal mit Inhaltsverzeichnis. Das haben die doch nie gemacht. So, einmal die Store ist Steve Laurent Palette. Eyeshadow Palette ist natürlich Originalprodukt. Kostet 27 Euro, ne? Mhm. Hier habe ich nämlich auch schon mal ein Steve Laurent Highlighter Puder stehen. Das ist auch mega. Das stinkt wie Opatz, aber ist richtig geil. So, genau diese Bürste hier, ne? Diese Haarbürste. Oh, 10 Euro. Habe ich mich doch glatt verschätzt. Ja, soll wohl halt dein Haar schnell und ohne Anstrengung zu entwirren. Ihre aus dem speziellen Gel gefertigten Borsten bleiben selbst bei Knoten flexibel, vermeiden so das Brechen oder Ziehen deiner Haare. Okay, ne? Das Geheimnis dieser Bürste liegt aber auch in der ausgeklügelten Platzierung der Borsten in der Reihe rein und Unterschiede höher. So bemerkst du nicht einmal, wie dein Haar entwirrt wird. Haare öfter am Tag gründlich durchbürsten, um Knötchen und Haarbruch zu vermeiden. Auf nassen und trockenem Haar anwendbar. Okay, siehst du. Woanders wird gesagt, man soll die Haare nicht so oft durchbürsten. Und hier sagen sie wieder, soll man öfters machen. Also, ist auch eigenartig, ne? Elemis Collagenma ist übrigens Originalprodukt. Wer hätte das gedacht? So. Es wäre blöd, wenn sie so eine kleine Probehaarbürste reinpacken würden, ne? Das wäre ein bisschen doof. So. Pro Collagen Marine Creme von Elemis. Übrigens, die Steve Laurent Palette war Sneak Peek. Die Bürste war Sneak Peek und die Elemis, ne? Das war ein Sneak Peek, ja. Da habe ich mich schon richtig gefreut, als ich die Palette gesehen habe. Ich habe mir ein zweites Loch im Bauch gefreut, ich sag's euch. So, das Originalprodukt würde 110 Euro kosten. Das wäre dann 50 Milliliter und die 15 Milliliter würden kosten 38 Euro. Also die muss was machen, ne? Die muss wirklich meine, ich muss danach faltenfrei aussehen. Ich meine, ich habe gar keine Falten eigentlich. Das ist Quatsch, was ich gerade gesagt habe. Ich habe ja nur unter den Augen Falten. Ja, und dafür ist sie ja nicht. Aber ja, ich bin trotzdem gespannt, ne? Ja, soll... Gerade während des Sommers bilden sich bei intensiver Sonneneinstrahlung oft neue Trockenheitsfältchen. Wirke Ihnen mit dieser preisgekrönten Creme entgegen. So, ich sage jetzt mal, man denkt ja immer, die Glossy Box ist für ganz junge Leute, ne? Aber ganz junge Leute haben ja noch keine Falten. Also widerspricht sich das ja irgendwo. Also ist die Glossy Box auch für Menschen, für ältere Leutchen, so wie mich. Ne? Mit 40, ja, hat man nun mal schon mal ein paar Fältchen. Wohl bei mir geht es noch. Da sehen andere schlimmer aus, sag ich. So, also andere haben schon mit 30 Fältchen. Mit 30 Fältchen, ja. Da kenne ich, ja, die sehen wirklich schlimmer aus, wie ich, sag ich. So. Und offene Träume wirken Ihnen mit dieser Preiscreme entgegen. Die fortschrittliche Formel mit leistungsstarken marinen und pflanzlichen Wirkstoffen wie Pardina, Provinza, oh Gott, Chlorella, Kingo, Bioba kann klinisch erwiesen. Binnen 2 Wochen. Das ist der Textzusammenhang hier ist super. Binnen 2 Wochen das Erscheinungsbild von Feinlinien und Fältchen sichtbar verbessern. Ihre ultraleichte, super feuchtigkeitsspendende Formel löscht den Durst deiner Haut und erhöht den Feuchtigkeitsgehalt um bis zu 248% in nur einer Stunde. Naja, gut, wer ist glaubt, wird selig, ne? So, eine Haselnussgröße Menge morgens auf die gereinigte Trocknerhaut auftragen. Okay, also das ist bloß eine Creme, die man morgens aufträgt. Gut, dann machen wir das auch so, ne? So, dann haben wir hier ich habe Fußkette, da, also hier sind mehrere, also alternativ hätten auch entweder oder Produkt Kettchen drin gehabt. Statement Fußkette, das sind alles Fußketten, okay. Ja, ich sehe gerade, also hier ist so richtig keine dabei, die mir so richtig gefallen, weil da so viel Gebammel und Gedönes dran ist, ne? Das mag ich überhaupt nicht. Wenn, dann hätte ich das, das wäre mehr so meins gewesen, die Nummer 5, ne? Mhm. Das wäre, glaube ich, mehr so meins. Weil da ist nicht so viel, das andere ist mir zu viel. Ja, naja, ist ja egal. Auf jeden Fall wird die weiter wandern. Ne? 5,95, ja, Six Modeschmuck ist halt so. Ne? 5,95, ja, Originalprodukt. Genau, so. Dann kommen wir zur Entweder-Oder-Produkt von Langhaar-Mädchen. Wäre ein festes Shampoo drin gewesen. Okay, ja, brauche ich nicht. Ich bin jetzt nicht so Fan mehr von festen Shampoos, weil... Weiß ich nicht, ich mag das irgendwie nicht. Oh, von Alverde Naturkosmetik Diamond Kiss Lipstick.
Ne, wäre auch entweder oder, hatte ich leider nicht mit drin gehabt. Obwohl, Hani, du hast genug Lippenstifte, nun hör auf. So, genau. Dann von Revival de Loop, Long Lasting Matte Lip Color, gut, okay. Dieser Lippenstift lastig hier, sehe ich gerade. Hätte man drin haben können, auch entweder oder Produkt, verschiedene Farben. Look bei Pippa, Plumping Lip Balm, okay. Ja, hätte man sowas drin haben können. Denn von Essence, genau, ist kein Entweder-Oder-Produkt von Essence, ne? Dieses Plumping-Effekt, Dingens, Bingens, 2,99 €. Ja, wissen wir, Essence ist halt so, ne? So, ja, hab ja schon vorgelesen, was es machen soll. Oh, The Beauty Crop von Palm Balm. Oh, was ist das? Ach, das ist sowas sowas wie Blush, so ein Flüssigblush. Okay, den hätte ich gerne gehabt. Den hätte ich auch gerne gehabt. Den hätte ich mal gerne ausprobiert, ne? Oh, okay. Naja, ist ja nicht schlimm. Du hast doch genug kaufen anderes. Von BB, Pflege, Gloss, Shaker, New York. Das wäre drin gewesen, ne? Den hätte ich gerne mal ausgetestet. Aber obwohl, sowas brauche ich eigentlich auch nicht. Oder 7 Days, Illumine Mirrors Girl Body Milk. Ja, okay, also so eine Body Milk. Denn Sheehand was Satinschaum für die Hände. Ja gut, da bin ich jetzt nicht böse, dass ich das nicht mit drin hatte. So, ja, das war's auch schon, ne? Ja, dann ist hier ein bisschen. Ach, dann wäre hier noch was drin gewesen von Niki. Ein Handcleansing-Gel. Na gut, da bin ich auch nicht böse, dass ich das nicht drin hatte. Ja, und dann steht hier unsere schönsten Limited Edition Special Design. Okay. Oh, von Benefit gab es auch mal eine? Das ist mir entgangen. Das ist mir komplett entgangen. Okay, naja, vielleicht kommt noch mal eine. Dann würde ich mir davon mal eine von Benefit, ne? Ah, ich habe ja den Benefit Adventskalender hier. Den muss ich nur noch unboxen. Ja, seid gespannt. Den werdet ihr auch noch sehen. Ja, und dann 10 Jahre Glossy Box Highlights, ne? Was ist alles so, ne? Bisschen hier haben wir heute mal ein paar Interviews, Geschichten. Mal gucken, wenn ich mal Zeit und Lust habe und mich das interessieren sollte, lese mir das durch. Aber ich denke eher nein. So, und das erwartet dich im September. Pure Relaxation. Was? Relaxation. Ich kann es ja sprechen. Edition, hier. Relaxation. Ich werde es, wenn ich die Box unboxe, die vom September, werde ich es nicht aussprechen. Ich werde euch das dann nur zeigen. So, jetzt stehst du im Fokus der Jahreszeitenwechsel, bringt stets viele Veränderungen mit sich und während sich der Sommer langsam verabschiedet, na Gott sei Dank, bin kein Sommerfan, kann von mir aus gehen. So, stellen wir uns mit gezielter Pflege und Kosmetik auf eine ruhige Zeit ein. Gönn dir wertvolle Me-Time inmitten eines oft stressigen Alltags und lass die Produkte aus deiner September-Box wahre Beauty-Wunder wirken. Sie schenken dir die nötige Entspannung, verwöhnen dich von Kopf bis Fuß und bringen dich auf andere Gedanken. So gönnst du deinem Körper eine wohlverdiente Pause statt nötiger Entspannung und nach dem erlebnisreichen Sommer fährst runter, meine Güte, und bereitest deinen Geist rechtzeitig auf die bevorstehende kältere Jahreszeit vor. Oh, ich bin gespannt. Ja, da werden dann so feuchtigkeitspflegende Produkte drin sein, ne? So. Habt ihr schon mal so ein langes Unboxing gesehen von einer Abo-Box? Ich glaube nicht. Also was sieht die Yukumi bei der Hani, ne? Naja, egal. So, das war die Glossy Box. Hat mir sehr gut gefallen, ne? Was soll ich sagen? Hat mir mit ihrem Fleck hier von mir einen Lippenstift. So, sehr gut, sehr gut. Also es bleibt alles bei mir, bis auf das Fußkettchen, ne? Genau. Also das Fußkettchen wird weiter wandern. Oh, ich weiß nicht, der Lip Plumper. Ich weiß es noch nicht, Leute. Ich weiß es noch nicht. Das muss ich mir noch überlegen. Und 30 Minuten. Ich werde es auch nicht schneiden, das Video, ne? Da ich einfach keinen Bock zu, ist mir zu aufwendig. Ne? Wer es nicht so lange gucken will, muss halt vorspulen. Ich schneide überwiegend nur Schminkvideos. Ne? Weil ansonsten habe ich immer keinen Bock auf Schneiden, muss ich euch jetzt wirklich mal sagen. Aber was soll ich auch rausschneiden? Ich bin halt mitteilungsbedürftig, ihr sollt halt alles wissen, ne? Was ich so denke, was ich fühle, was ich meine. So, jetzt aber Schluss, Hanni. So, hat euch dieses Video gefallen? Könnt ihr eure Meinung in den Kommentaren schreiben, wie ihr die Box so findet. Was für ein Produkt hattet ihr drin, anstelle das und das, ne? Würde mich auch mal interessieren.
dann lasst mir sehr gerne ein Däumchen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat und wenn ich euch gefallen habe oder auch nicht. Und Liebe da lassen. Und zum Schluss blende ich dir ein meine Unboxings von den Glossy Boxen und Special Edition, die so ich bis jetzt so unboxed habe. Hier siehst du meinen Kanal, kannst völlig kostenlos abonnieren. Hier siehst du irgendeinen Videovorschlag und den aktuellsten Upload. Und ich sage jetzt Tschüssi. Macht's gut, es war mir wieder ein Fest, euer Hani.